Also das Urteil ist ja nur unwesentlich, abgewichen von meinem Antrag. Im Grunde genommen hat das Gericht im Wesentlichen die gleichen Schwerpunkte gesetzt wie ich, also dass sie eine bisschen höhere Freiheitsstrafe bekommt als er, was eben einfach dem Umstand geschuldet ist, dass er sehr umfassende Aufklärungshilfe geleistet hat und das ist hier vom Gericht auch zu Recht honoriert worden. Und auch der Umstand, dass die Taten der Mutter gravierend waren, wurde in die Urteilsbegründung aufgenommen. Aber von den Strafen und von der Verhängung der Sicherungsverwahrung ist es insgesamt vollkommen angemessen. Also für das Recht ist es auf jeden Fall ein guter Tag. Es ist auch ein guter Tag für den Rechtsstaat, weil es ist bei allem, was gesprochen und geschrieben wurde und was über die Taten bekannt wurde, ist es doch ein Verfahren geworden, in dem alle Beteiligten ihr Gesicht wahren konnten. Es war auch ganz wichtig, dass die Angeklagten eine wichtige Rolle eingenommen haben. Sie haben jetzt zum Schluss noch die Erklärung der Mutter gehört, über ihren Verteidiger, dass sie das Urteil bewusst akzeptiert. Sie haben alle eine aktive Rolle. Man kann mit auseinandergehen und sich alle gegenseitig ins Gesicht schauen. Und das ist nur möglich in einem gut funktionierenden Rechtsstaat. Und dafür kann man heute an dem Tag wirklich dankbar sein. Von welcher Strafmilderung sprechen Sie? Also der Höchststrafrahmen war ja 15 Jahre. Ja gut, aber ich meine 12,5 Jahre, was da ist. Sie war immerhin zum Teil geständig. Sie hat ein schwieriges Vorleben. Sie hat eigene Lasten zu tragen. Sie hat eine Minderbegabung. Das sind ja genug Gründe, die hier auch für die Angeklagte sprechen. Sie ist Ersttäterin, sie ist mit einer sehr langen Haftstrafe konfrontiert. Das hat aber auch den Herrn Lang, muss man auch sagen, das ganze Verfahren hindurch ausgezeichnet, dass er wirklich Stellung bezogen hat zu seiner eigenen Verantwortung, sich selber reflektiert hat, sich mit sich selber auseinandergesetzt hat. Das muss man wirklich anerkennend sagen. So etwas erlebt man nicht alle Tage und das hat auch den Prozess wesentlich befördert und erleichtert. Und deswegen, das ist das, was ich am Anfang auch sagte, es ist möglich, sich ins Gesicht zu schauen. Es ist möglich, mit so einem Täter umzugehen und ihn nicht abzustempeln, sondern wirklich von Gesicht zu begegnen und auch seine eigene Geschichte und seine eigene Biografie zu respektieren. Natürlich ist so ein Verfahren und so ein Prozess immer auch Anhaltspunkt, um sich neu zu reflektieren, neu zu sammeln. Das gilt ja nicht nur für die anderen Behörden, gilt ja auch für uns. Wir haben ja vielleicht auch bei manchen Dingen früher blauäugiger hingeschaut oder haben manches nicht so ernst genommen oder uns nicht so vorgestellt, wie es jetzt tatsächlich rausgekommen ist. Denn diese Filme sind für uns ja auch alle neues Material. Dieser Umgang im Darknet, das war für uns auch Neuland und wir mussten auch lernen und wir werden auch unser ganzes Verhalten daran anpassen müssen. Und es ist ja auch keineswegs so, wenn Sie von Behördenversagen sprechen, Fehler machen alle. Das haben wir auch gemacht, haben wir auch in dem Verfahren leider gemacht, passiert einfach immer. Aber wichtig ist es ja, dass wir eine Möglichkeit haben, einen Umgang damit zu finden, dass wir trotzdem ein gutes Ende gefunden haben für alles und dass wir alle glücklicherweise oder die meisten von uns, hoffe ich doch, über die Möglichkeiten verfügen, aus diesen Fehlern zu lernen und vielleicht im nächsten Verfahren noch mal professioneller zu sein.